auswandern nach Malta oder Madeira? Das ist hier die Frage. Heute live aus Saint-Julien von Malta. Ihr seht, es ist ein bisschen wolkig hinter mir und die Wellen sind auf jeden Fall derbe am Klatschen. Aber ich habe ein Mikro, deswegen hoffe ich, ihr hört mich gut. Heute geht es darum, Malta oder Madeira, was würde ich euch empfehlen zum Auswandern? Wenn dich das Ganze interessiert, bleib unbedingt bis zum Ende dran, um mein Fazit zu hören. Viel Spaß beim heutigen Video. Ja, wie im Intro gerade angekündigt, ich bin hier heute auf Malta. Wir sind hier auf einem Team-Event und deswegen habe ich gedacht, ein Video würde euch interessieren. Malta oder Madeira, was ist eigentlich die bessere Insel zum Auswandern? Heute leider vom Wetter nicht ganz so schön, trotzdem 28 Grad warm. Zwischendurch hat auch schon mal ein bisschen mehr die Sonne geschienen, aber ansonsten ist es hier wirklich ganz schick. Fangen wir an. Ich habe 6 verschiedene Gründe und ich werde euch jedes Mal sagen, wer gewinnt, wer verliert. Und wir fangen an mit Einwohnern. Einwohner 250.000 auf der Insel auf Madeira, Einwohner auf Malta 500.000, also beides plus minus. Irgendwelche Zahlen aus 2019, 20, was auch immer. Auf jeden Fall Malta ungefähr doppelt so groß wie Madeira. Touristen 2 Millionen auf Madeira und 2,3 Millionen auf Malta. Da könnte man natürlich denken, okay, im Verhältnis zu den Einwohnern sind das ja ungefähr gleich viele Touristen. Aber die Insel Madeira ist auch noch doppelt so groß wie Malta. Dementsprechend verteilen sich die Touristen da natürlich besser. Das heißt, aus meiner Sicht, und das ist natürlich immer die Frage, von wo, aus welcher Brille sieht man das, Madeira ist noch nicht so überlaufen und Madeira hat auf jeden Fall noch Wachstumsmöglichkeiten und deswegen würde ich hier sagen, okay, Madeira gewinnt aus meiner Sicht. Man kann natürlich auch sagen, hey, mir ist es lieber, dass es etwas Größeres ist, aber das ist ja nicht der Grund, warum sich für Madeira entscheidet. Aus meiner Sicht, Madeira gewinnt hier ganz klar aufgrund der Entwicklungsperspektive und aufgrund dessen, dass es noch sich besser verteilt mit den Touristen. Dann kommen wir zum Thema Jobs und Gehalt. Natürlich ist es hier so, dass wir wissen, auf Madeira, habe ich schon öfters erzählt, ist das Durchschnittsgehalt bei ungefähr 800 Euro brutto. Auch wenn ich dem Ganzen nicht ganz traue, ich bin der Meinung, da läuft einiges schwarz und wir sprechen mit Sicherheit über 1000 oder 1200, aber trotzdem ist es vom Gehalt her recht gering, während der Durchschnittslohn auf Malta bei 1850 Euro liegt. Und dementsprechend würde ich sagen, gewinnt hier, wenn man auf jeden Fall den lokalen Lohn betrachtet und nicht einen Remote-Job, den man ausführt, dann ist es natürlich etwas anderes. Hier gewinnt auf jeden Fall Malta. Dementsprechend 1 für Madeira, 1 für Malta. Unentschieden. Kommen wir zum nächsten Punkt, Lebenshaltungskosten. Wenn du nach Malta oder Madeira auswandern willst, sind die Lebenshaltungskosten auf einer Insel natürlich immer etwas größer als auf dem Festland. Malta hat natürlich in dem Sinne kein Festland, aber wenn man jetzt Madeira nimmt und sagt, man vergleicht das mit dem Festland Portugal, ist es da in der Regel etwas günstiger. Ich nehme aber natürlich auch die wesentlichen Kosten mit rein für Miete. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass du gleich direkt genug Geld hast, dir etwas zu kaufen. Das heißt also, was die Miete betrifft, ist es so, dass sich circa die Waage hält. Das heißt also, 850 Euro sagt man hier für T1 in der Hauptstadt und das gleiche gilt natürlich in Funchal. 850 sagen jetzt einige, ja, da findest du auch nicht mehr viel für. Ich sage, für 850 findet man noch was, vor allen Dingen, wenn man in der richtigen Saison sucht und etwas Langfristiges sucht für ein Jahr oder länger. Und wenn man auswandern will, sucht man ja was Langfristiges, am besten antizyklisch suchen. Das heißt, irgendwann im Oktober, November, so habe ich auch damals meine Wohnung zu einem guten Kurs gefunden und dann natürlich einen mehrjährigen Mietvertrag abschließen. In meinem Fall waren das halt auf 3 Jahre. Und dementsprechend tut sich das hier ein wenig die Waage, aber die Lebenshaltungskosten aufgrund des niedrigeren Gehaltes auch und aufgrund der verschiedene Kosten, die ich hier bisher gesehen habe, wenn ich hier in den Club gehe, wenn ich hier ins Restaurant gehe, sind hier auf jeden Fall etwas höher als auf Madeira. In dem Fall gewinnt also von den Lebenshaltungskosten aus meiner Sicht hier Madeira. Man kann ungefähr 25% sparen im Vergleich zu Deutschland oder anderen EU-Ländern, aber auch im Gegensatz zu Malta. Also 2 zu 1 Madeira. Kommen wir zum nächsten Punkt, Steuern.
Wir haben natürlich alle Gehalt und wollen gucken, wie viel kommt dabei raus und wie viel muss ich versteuern. Und hier muss man wieder ganz klar unterscheiden, bin ich ein lokaler Angestellter oder habe ich Immobilieneinkommen, habe ich Einkommen als YouTuber oder was auch immer. Und in dem Fall ist es natürlich so, dass man hier das Äpfel nicht mit Birnen vergleichen kann. Das heißt, Malta hat eine Flat Fee von 25% Steuern, aber Malta hat auch Company Reductions. Das heißt also, wenn du eine eigene Firma gründest, kannst du hier, wenn du die Sachen richtig einhältst, ähnlich wie auf Madeira, wenn du Madeirienser einstellst und verschiedene Vorgaben einhältst, hier enorm reduzierte Steuern bekommen. Deswegen gibt es ja auch viele große Firmen, die sich hier niedergelassen haben. Dementsprechend gibt es aber dann auch wieder auf Madeira die höheren Steuern, wenn du ganz normal Angestellter bist, die progressiv auch voll reinhauen. Aber auf Madeira gibt es wieder einen NHA-Status, zum Beispiel für YouTuber oder Leute, die ihr Einkommen dann nicht direkt in Madeira verdienen. Das heißt also, hier teilt es sich die Waage und dementsprechend würde ich hier weiterhin sagen 2-1 für Madeira, also ein Unentschieden, was die Steuern betrifft. Kommen wir zum Thema Immobilien. Immobilien kaufen, Immobilien vermieten. Wir haben ja gesehen, die Miete ist ungefähr gleich groß. Das heißt also, die Mieteinnahmen, die man hat, sind dann irgendwo was bei 12 Euro den Quadratmeter Kaltmiete im Durchschnitt. Und jetzt kommt es darauf an, was kostet es in der Hauptstadt. In der Hauptstadt in Funchal sind wir bei 2.900 im Durchschnitt auf den Quadratmeter. Ich bin immer der Meinung, da kann man auch noch gut ein Schnäppchen schlagen für etwas Günstigeres und dann günstig renovieren, so wie ich das bei meinem Haus gemacht habe. Und auf Malta liegen wir inzwischen schon bei 3.500 den Quadratmeter. Das heißt also knapp 20% darüber. 20% auf 2.900 sind 580, wenn ich noch richtig Kopf rechnen kann. Und dementsprechend dann mit 3.480 ziemlich genau 20% drüber liegt Malta. Und dementsprechend, wenn du natürlich für den gleichen Quadratmeter, also günstiger einkaufen kannst, die 20%, hast du im Durchschnitt 20% mehr Rendite auf die Wohnung hier in Madeira. Also nicht hier auf Malta, sondern dort auf Madeira. Dementsprechend aus meiner Sicht ein 3-1 für Madeira. Madeira 3, Malta 1. Kommen wir zur Sprache. Ich bin mit Air Malta hier hingeflogen. Die haben Maltesisch, nennt sich das, musste ich erstmal nachgucken. Ich denke da immer nur an Unfallwagen von den Maltesern oder an den Hund Malteser. Aber die maltesische Sprache ist schon was Spezielles. Ich habe mir sagen lassen, das ist ja, etwas, was sich irgendwie ein wenig Arabisch und Sizilianisch anhört. Kann ich so nicht bestätigen, kenne ich mich nicht mit aus, aber die haben hier Amtssprache Englisch und hier spricht auch wirklich jeder Englisch. Dementsprechend aus meiner Sicht ein klarer Vorteil, wenn du Englisch sprichst, und das tun ja die meisten, denke ich mal, die ans Auswandern denken, Madeira kommt man natürlich auch weit mit Englisch, aber sonst ist auf Madeira wirklich alles auf Portugiesisch und da bin ich wirklich noch nicht weit gekommen, auch wenn ich jetzt regelmäßig nach Madeira fliege, ist Portugiesisch lernen auf jeden Fall schwieriger und hier auf Malta bin ich der Meinung, kannst du alles mit Englisch machen. Du brauchst nicht Maltesisch lernen, das erwartet auch keiner. In Portugal solltest du aber Portugiesisch lernen. Dementsprechend gewinnt dieses Ding ganz klar Malta. Dementsprechend 2-3 für Malta, Madeira. So sieht's aus. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt und der ist aus meiner Sicht auch wirklich wichtig. Das ist das Wetter. Und ich meine, aktuell sieht es hier nicht so gut aus, aber ansonsten muss man wirklich sagen, haben die hier einen ziemlich coolen Sommer. Durchschnittstemperatur von 28, 30 Grad im Juli und August. Das ist definitiv wärmer als auf Madeira. In Madeira ist es ja so, dass wir eher so ein äquatoriales Klima haben. Das heißt also, auf Madeira ist es ja so, dass wir das ganze Jahr über ein mildes Klima haben. Und deswegen wird es im Winter nicht so kalt, im Sommer nicht so heiß. Und das ist natürlich genau ein Grund, warum ich sage, deswegen habe ich mich für Madeira entschieden. Und hier muss ich wirklich sagen, hier wird es im Winter kälter, da gibt es hier 11, 12 Grad im Januar, im Februar, aber auch im Dezember. Das Wasser wird kälter. Das heißt also auch die Saison für Immobilienvermietung, wenn man an Kurzzeitvermietung denkt, ist hier auf jeden Fall beschränkt und kürzer. Das heißt, sie mag wieder von März, April bis September, Oktober gehen, ähnlich wie auf Mallorca oder Ibiza. Aber dementsprechend, vielleicht mag sie hier etwas länger sein, aber immer noch nicht so gut wie auf Madeira. Und dementsprechend würde ich sagen, das Klima auf Madeira ist einfach einsame Spitze und hier gewinnt ganz klar ein weiteres Mal Madeira und dementsprechend geht das hier 4 für Madeira und 2 für Malta aus. Also 4-2 für Madeira. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie siehst du das? Gibt es noch weitere Punkte, die du betrachten würdest? Natürlich kann ich überall noch mal ein bisschen
näher reingehen und sagen, hey, Steuern kann man sich beraten lassen, lohnt sich das eine mehr für mich oder das andere. Man kann auch noch tiefer reingehen, was will ich eigentlich mit Immobilien machen, will ich eine eigene für mich kaufen, will ich nur mieten, dann ist das Thema egal. Für meinen Fall Immobilien kaufen und entwickeln, sehe ich da auf jeden Fall noch viel mehr Potenzial auf Madeira. Und für mich ist die Sprache noch nicht das große Hindernis. Das heißt, also für mich gibt es natürlich dann auch noch die Punkte anders zu bewerten als hier. Mit den Einwohnern kann auch jeder etwas anders sehen. Mich würde jetzt auf jeden Fall interessieren, was ist deine Meinung? Hast du schon mal darüber nachgedacht, nach Malta oder nach Madeira auszuwandern? Kommt eines dieser beiden Länder oder Inseln in dem Fall für dich in Frage? Oder sagst du, nee, das gefällt mir beides nicht, ich habe aber eine ganz andere Empfehlung für dich. Schreib es mir hier bitte unbedingt in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Du weißt, ich bin da ziemlich fixiert auf Madeira, habe mir alle Inseln angeschaut, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Ibiza, Mallorca und so weiter und so fort. Auf Zypern bin ich gewesen und ich habe mich einfach für Madeira entschieden, deswegen bin ich hier ein bisschen biased. Aber mich würde deine Meinung ebenso interessieren, schreib sie mir bitte in die Kommentare. Und wenn dir mein heutiges Video gefallen hat, lass mir unbedingt einen Daumen hoch da. Und dann würde ich sagen, dir wünsche ich jetzt noch ein schönes Wochenende oder wann auch immer du das hier liest, einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Abend. Und jetzt auf jeden Fall hier den Kanal abonnieren, weil am Sonntag gibt es hier eine Verlosung. Sonntag gibt es für eine Woche eine Verlosung auf meinem Kanal hier, dann kannst du etwas gewinnen auf Madeira. Es hat mit dem Aufenthalt auf Madeira zu tun, eine Woche vor Ort. Und wenn dich das Ganze interessiert, hier unbedingt abonnieren, Sonntag einschalten und dabei sein, damit du auf jeden Fall eine Chance hast, hier etwas zu gewinnen auf meinem Kanal. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Bis dahin, ciao, ciao, Dennis von Immo Incubator.